Im Ernstfall hätte jetzt dieser Mitarbeiter seinen Betrieb vor großem Schaden bewahrt. Ingmar Krausig, Auszubildender bei Volkswagen in Wolfsburg, ist Teilnehmer des Träger Feuerlöschtrainings. Seit heute ist für ihn und seine Kollegen der Umgang mit Löschgeräten keine graue Theorie mehr. Individuell und realitätsnah, dabei aber sicher für den Anwender, genau diese Anforderungen erfüllt Träger mit seinem Feuerlöschtraining. Eigens dafür wurde eine mobile Übungsstation entwickelt, die verschiedene Brandherde und Gefahrensituationen, die typischerweise in einem Betrieb vorkommen, simulieren kann. Die Anlage simuliert zum Beispiel einen Papierkorbbrand, einen Monitorbrand oder den Brand eines Elektromotors. Neu und einzigartig an dieser Anlage ist, dass auch die Feuerlöscher durch eine patentierte Technologie realitätsnah simuliert werden. Hierdurch erreicht die Anlage hohe Durchsatzzahlen bei sehr wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Strom sowie Wasseranschluss genügen und in wenigen Minuten ist der umweltfreundliche Feuerlöschsimulator einsatzbereit. Wie kann ich eingreifen? Welche verschiedenen Brandarten gibt es? Für welchen Brand nehme ich welche Feuerlöscher? All diese Fragen beantwortet der theoretische Teil des Feuerlöschtrainings. Brandschutzexperten von Träger schulen zu Beginn die Mitarbeiter, geben Tipps und sensibilisieren die Teilnehmer für mögliche Gefahren. Dort, wo andere Unterweisungen aufhören, setzt das Träger-Löschtraining erst richtig an. Geübt wird zunächst ein Löschvorgang mit einem simulierten 6 Kilogramm Schaumlöscher. Der Lerneffekt stellt sich unmittelbar nach dem ersten Durchgang ein. Dank der patentierten Löscherfolgskontrolle stellt sich der Löscherfolg nur dann ein, wenn der Feuerlöscher richtig bedient und der Brand richtig bekämpft wurde. Ist so einfach. Ich habe es aber auch schon von den anderen jetzt vorher gesehen, deswegen war es nicht mehr so schwer. Auf jeden Fall sehr nützlich, weil ich halt keine Ahnung hatte, wie ich mit dem Feuerlöscher umgehen muss. Und jetzt weiß ich es und denke, dass ich halt auch so ein bisschen zum Brandschutz beitragen kann. Was genau passiert bei einer Spraydosenexplosion? Warum sind Wasser und kochendes Fett zusammen eine gefährliche Mischung? Wie lösche ich einen brennenden Monitor? Welche Löschmittel verwende ich bei einem Motorenbrand? Nach dem Feuerlöschtraining sind die Mitarbeiter fit für die Ausnahmesituationen am Arbeitsplatz. Ich denke, die Anlage ist für den praktischen Übungsablauf hier für unsere Auszubildenden, die wir schulen müssen, sehr gut. Man kann also sagen, dass die Feuerlöscherarten in den einzelnen Ausführungen sehr gut im Praktischen auch rüberkommen. Ja, die Strahlformen sind identisch, die Einsatzzeiten ebenfalls. Und ich denke, das ist eine gute Ergänzung auf dem Markt und man kann da durchaus was mitmachen. Sogar der Einsatz von sogenannten Halonlöschern, die sich unter anderem in Flugzeugen befinden, kann mit dem Träger Feuerlöscher-Simulator geübt werden. Und das ohne Umweltbelastung. Die Übungsstation simuliert Pulver, CO2 oder Schaum durch Wassernebel. Diese Anlage ist für sämtliche Branchen interessant, von der Industrie über Bürogebäude, Komplexe, Einkaufszentren, Krankenhäuser, die Gastronomie, Fluggesellschaften, die ihr Personal trainieren wollen. Für sämtliche Bereiche, wo Brandschutz ein Thema ist, ist diese Anlage interessant. Schaden bewahren, das Träger-Feuerlöschtraining passt sich den individuellen Gegebenheiten mühelos an. Träger schult ihre Mitarbeiter effektiv und realitätsnah. Vor Ort, in ihrem Unternehmen.